Ich habe ja vorhin darüber berichtet, dass die Schwester von Cristiano Ronaldo gegen Juve quasi geschossen hat, gegen Juventus Turin. Die alte Dame war unzufrieden. So. Jetzt gibt es aber Folgendes, dass in den sozialen Medien, aber auch in der Presse extrem gegen Ronaldo geschossen wird. Quasi ein regelrechter Shitstorm ist entstanden gegen Cristiano Ronaldo und ich finde wirklich, der geht etwas zu weit. Gazzetta dello Sport bezeichnet Ronaldo als schlechtesten Spieler. Er will die Privilegien eines Stürmers inklusive des Rechts immer aufs Tor schießen zu können, wenn er den Ball bekommt. Aber er kapiert nicht, dass er nicht mehr bei Real Madrid spielt und dass die Baller nicht Benzema ist. Er ist nicht mal Higuain. Er riskiert, eine traurige Figur zu werden. Corriere dello Sport schreibt, er hatte nur einen Schuss mit rechts, der nicht mal gut platziert war. Egal ob er als Stürmer oder auf der linken Seite gespielt hat, das Ergebnis ändert sich nicht. CR7 ist ein Phantom. Ja, ziemlich hart. Zudem wurde in den sozialen Medien Ronaldo unterstellt, er sei extrem egoistisch gewesen, dass er keinen Elfmeter übernommen hat, sondern als letzter schießen wollte, um quasi der tragische Held zu werden, der den entscheidenden Elfmeter geschossen hat. Also haben sie gesagt, der ist extrem egoistisch. Und ich finde, es geht jetzt hier irgendwo auch zu weit. Erstens das Ganze mit dem hier, er ist nicht mehr bei Real Madrid. Ja, ist er nicht mehr, das wissen wir auch alle. Aber trotzdem ist es halt eben nicht nur Ronaldo, der gestern versagt hat, sondern im Gegenteil, sind eigentlich auch alle anderen. Denn Ronaldo kam kaum in gute Abschlussposition, was natürlich ein bisschen auch an ihm liegt, aber auch sehr viel eben an den Mitspielern. Und da Ronaldo rauszupicken, schlechtester Spieler und Phantom, so wo war denn Dybala? Wo war denn ein Pjanic auch, von dem man diese Akzente erwartet? Also das alles auf Ronaldo umzumünzen, ist halt immer einfach. Ist immer klar, ihn dann immer als den Bad Boy hinzustellen, der nicht leistet. So, klar, aber weiß ich nicht, ich finde, es geht mir einfach viel, viel, viel zu einfach. Und mit dem Elfmeter, dass er den letzten geschossen hat, auch der letzte Schütze ist ja extrem wichtig. Man wusste ja gar nicht, es war totale Spekulation, ob wirklich der fünfte Elfmeter entscheidend wird. Vielleicht ist es ja auch so, dass, keine Ahnung, es in die Verlängerung geht oder schon vorher entschieden ist und Ronaldo gar nicht mehr schießen kann. Das war ja auch nur ein Pokerspiel. Klar kann man jetzt im Nachhinein sagen, hätte Ronaldo als erster geschossen. Aber als erster hat Dybala geschossen, eigentlich auch ein topsicherer Schütze. Er hat verschossen. So, warum haten die jetzt hier nicht Dybala, sondern sie haten wieder Ronaldo, weil es halt im Mode ist, Ronaldo zu haten. Und das, finde ich halt, geht meiner Meinung nach echt zu weit. Ja, er hat gestern ein gutes Spiel gemacht. Ja, er scheint vielleicht körperlich doch noch nicht ganz so fit zu sein, wie man ihn sich wünscht. Oder nicht so spritzig zu sein oder noch nicht so im Game drin zu sein. Wahrscheinlich braucht er wieder ein paar Partien. Und dann wird er es auch wieder den ganzen Hatern zeigen, da bin ich mir sicher. So kennen wir doch Ronaldo. Der macht da mal ein paar schlechte Spiele, und dann kommt er wieder zurück und schießt wieder die Tornetze kaputt. So kennen wir ihn. Aber Juve muss wirklich grundlegend an dieser Spielweise arbeiten, weil was sie da gezeigt haben, auch schon davor gegen AC Mailand, war stellenweise einfach viel zu wenig für einen Topverein. Ist meine persönliche Meinung. Und da jetzt irgendwie Ronaldo rauszupicken, von ihm zu erwarten, dass er da irgendwie den Ball vom Torwart abnimmt und nach vorne dribbelt, alle aussteigen lässt und das Tor schießt, Freunde, das ist ja unrealistisch. Klickt in die Mitte, um zu wissen, was Ronaldos Schwester dazu sagt. Klickt in die Mitte, kommt ihr zum letzten Video, das war's von mir, wir sehen uns später wieder und denkt dran, halt den Ball richtig.